Super. Hallihallo an alle Schachfreunde, Freunde des Computerschachs. Willkommen wieder zu Online gegen erlesene Schachgegner spielen. Ich muss natürlich den Computer noch anschmeißen hier. Blitzen 3, Enter, Clear. 171 Schachfans, 183 Schachfans schon on the spot. Mal gucken. Welche Farbe wird der Computer kriegen? Weiß oder schwarz? Wir werden es gleich sehen. Weiß bekommt er. D4. Eine Dame, Bauernverteidiger. Irgendein Indisch könnte es werden. Mal gucken. Jetzt ist der Gegner mit 1968 einer epischen Zahl sich noch nicht bewusst. Aber er spielt hier irgendeine indische Klamotte. Königsindisch oder so. Vielleicht wird es auch hier. Grünfeldindisch. E4. Aha. 1968, 1933 hat der Mephisto XC5 Springer F3. Ich sollte erstmal die Züge auf dem Brett hier ausführen, auf dem Computerbrett, auf dem Display. Und dann erst hier. Denn das hat hier Priorität. Was ist denn los hier? Mann! Muss er die Züge wieder mit dem Zentimetermaß ausführen? Meine Güte, das ist aber toll hier. Das ist ein bisschen klein, der Tisch hier. Kann nicht sein. Muss ein Computertisch hier stehen, einmal Zwölchen. Groß ja ganze Raum hier am besten. Was geht? La 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 la. Da ist einfach der Lipo bei diesem Lied versteht. Es geht. Ich werde den Bauern durchziehen. Dann könnte eventuell er da mal. Nein, macht er nicht. Läufer G5. Dame B6. Ich hoffe mal, dass der geneigte Schachcomputerfreund hier nicht mit dem Computer bedient, einfach nur. So wie ich. Kann doch nicht sein. B3, der Baum muss gedeckt werden. Es wäre ja unglaublich feige, einfach nur einen Computer zu bedienen. Dame A5 greift diesen Springer an. Mephisto schüttelt nur seine Prozessoren. So was Ödes. C1. Ich bin mal gespannt, weil ein Schachfreund den Mephisto mit dem ersten groben Fehler erfreuen wird. Erfreuen wird, jo. Ah, was auch immer der damit vorhat, man weiß es nicht. Hängt der Bauer nicht auf E5? Na, wahrscheinlich nicht. Dame D2. Ich dachte, erst Springer E5 schlägt wäre möglich. Aber aus irgendwelchen windigen Gründen wird das wohl nicht machbar sein. Keine Ahnung warum. Mein Hirn ist wieder ausgeschaltet. 10.30 Uhr, warum habe ich keinen Knoppers am Start? Oder war das halb 10 in Deutschland? Morgens halb 10 in Deutschland. F3, E5, jetzt nimmt er ihn weg. Zack, weg den Dreck. Das hat der Gegner nicht bedacht. Und greift die Dame an. Dame E3, wäre das machbar? Springer G4 geht ja nicht. Dame F4. Geht da nicht Springer H5? Ich weiß es nicht. Meine Denkarbeit ist nicht so ausgeprägt bei dieser Partie. Wie will er jetzt den Springer auf E5 decken? Was ist denn los hier? Ach, Dame F7 schlägt Schach. Hat er sich zu früh gefreut, der Schachfreund. Er dachte, jetzt gewinne ich Material und gibt auch schon auf. Jetzt gewinne ich hier den Springer. Die Dame, die kann den doch nicht decken. Scheinbar aber F7. Vielleicht hat er im Geist aus Versehen den Turm gezogen. Dann wäre er ja noch gedeckt gewesen. 1952 schon für meinen Schachcomputer. Das kann doch nicht sein. Wann wird er die magische 2000 überschreiten? Alles Opfer hier.
Man muss aber auch bedenken, dass damals war immer so die Rede, ach, wann schlagen die Computer den Schachweltmeister? Da ist von wann ist der? Da muss ich immer überlegen, so 90, 91 um den Dreh rum, da kam erst der Mephisto Rebell, MM4, dann kam noch der Mega 4, der Polga, ach, der Super Monial 2 war auch noch dazwischen. Alles von Ed Schröder. Und dann kam erst der MM5. Solche Fehler hier. Und erst überlegen die sich die Hucke runter, Zahlen epischen Ausmaßes und dann solche Fehler. Jetzt kommt wieder so ein 1700er Spieler, so eine Standardlusche. Wie nett ich wieder bin. Fantastico. Ziehen Sie D4 oder ziehen Sie D4 oder C4 vielleicht? Oder Springer F3. Das haut den Computer aber nicht aus der Theorie. Das Eröffnungsmodul HG550 wird hier zu Rate gezogen. Was steht denn im Eröffnungsmodul? Einfach nur eine leere Platine mit einem so einem Chip drauf, wo die Eröffnungen drin gespeichert sind. 16 Kilobyte oder was das ist. D4. Ja, ist ja wieder Karoke. Also normaler Standard. Abtauschvariante. Lauf. Ja. Läufer F4. Bin ich mal gespannt. 1700, 1933. Ich vermute mal, die Zahlen werden wohl irgendwie zusammengefasst, ansonsten wird das keinen Sinn ergeben. 1933, gerade noch 1955. Man weiß es nicht. Ich werde es feiern, wenn der Computer 2000 überschreitet. Mein Computer hat eine Zahl von über 2000. Ich habe es schon immer gewusst. Ich habe es schon immer zu ihm gehalten. Niemand hat an den Computer geglaubt, aber der Lippo, der glaubte unbeirrbar an dieses Gerät. Läufer G4. Der Bauer muss ja gedeckt werden auf B2. Ob das allerdings ein Zug ist, den man gerne macht, wage ich zu bezweifeln. Damit C1, ja, wäre theoretisch möglich gewesen. Dann C3. Auf Dauer aber in die C-Linie zu ziehen. Aber ich glaube nicht, dass der Schachfront hier so weit gedacht hat. Springer C6. Man kann die Zahlen auch nicht ganz so hoch bewerten hier. Auch wenn der einer kommt in 1968. Das ist ja am Anfang, wenn man anfängt, die ersten Partien, das hat ja noch einen Bonus. Das heißt, wenn ich einen frischen Account mache und gewinne 20, 30 Partien direkt nacheinander, da kann ich schon eine sehr hohe Zahl bekommen. Sobald man allerdings diese Serie verliert, also eine Partie verliert dann, die 21. Partie oder so, dann ist die Serie unterbrochen, dann sind die Sprünge nicht mal ganz so groß von dieser Zahl. Das ist nur für eine Bereinigung, dass man nicht ganz so lange braucht, um seine reelle Zahl zu bekommen, sagen wir es mal so. Aber wenn ich hier am laufenden Meter gegen Leute gewinne, die eine Zahl von 1100 oder sagen wir mal, ja, 1500 haben, dann sagt das ja, dass ich gegen Leute mit einer Zahl von 1500 eine sichere Bank bin und klar dagegen gewinne. Ob ich dann eigentlich auch wirklich die Zahl habe, das steht auf einem anderen Blatt. Ob ich dann gegen Leute gewinne, die eine Zahl von 1950 haben, also diese Zahl, die ich ja dann auch auf dem Papier habe, das ist dann wieder eine andere Sache. Rochade. Aha, er nimmt ihn. Computer bewerten den Läufer generell höher als den Springer. Weshalb ein Springer, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Springer einen Läufer schlagen wird, doch recht hoch ist. Damit die 6. Er weiß ja nicht, dass er gegen einen nicht so guten Schachfreund spielt. Das könnte ja auch hier ein Schachgroßmeister sein. Magnus Carlsen könnte das ja sein mit Weiß.
Was ich schade finde, ist, aufgeben kann das Gerät schon. Also da steht Resign. Wenn, also minus 9,99, dann schreibt er automatisch Resign. Aber Remis anbieten, wüsste ich nicht, dass er das kann. Wenn also irgendwie Turm, König, dann steht da nicht irgendwann irgendwas für biete Remis an, B, R, E oder sowas. Groß B, Groß R, Klein E, für biete Remis. Das macht er nicht. Turm A, C, 8. Sieht doch sehr remislich aus, das Ganze. Da wartet der Lippo doch. Habe ich hier von meiner Handcreme liegen? Und dann kann ich ja nicht mehr so richtig bedienen. What? Warum gibt er den jetzt auf? Hilfe. Turm C1, Läufer F4. Da muss der Springer gedeckt werden. Und Läufer schlägt, Turm schlägt, Turm schlägt C3. Deswegen hat er aufgegeben. Als ob die so weit rechnen können. Also gemeint habe ich hier, wenn meinetwegen jetzt er diesen Bauern deckt, da könnte aber der kommen. Und da ist der Springer auch gedeckt. Ich weiß es nicht. Da finden die den Remis-Button nicht. Das ist mir damals bei Bachschach.de passiert. Hier steht auch nur Revanche. Letztens habe ich eine Partie spielen lassen, habe das Gerät gedreht gehabt, um die Schwarzzüge besser ausführen zu können. Und guck nicht richtig hin und dann war. Ich meinte, der Gegner hätte aufgegeben. Minuten später kriege ich auf die falsche Taste, da wird immer noch das Remis angenommen. So, nächste Gegner. 1959 schon. Der freut sich damit, Fisto. Und wieder weiß, wieder D4. Ich weiß gar nicht, was er gegen E4 hat. 1680 hat der geneigte Schachfreund aus deutschen Landen C6, C4. Karo kann es nicht angesagt. E6, natürlich. Ich glaube, das Problem beim heutigen Online-Schach ist einfach, die Leute, die spielen einfach nur, die lernen nicht die Eröffnung oder sowas, wie zumindest so rudimentär, dass sie ein Anfängereröffnungsbuch kaufen und ungefähr gucken, was spiele ich denn so mit Schwarz, also nicht Sonnenschrott, sondern spiele ich jetzt C6-D5 oder E6-D5 oder Springer F6-E6, whatever, um so ein grobes Eröffnungsrepertoire zu haben. Das ist eben kein Nintendo-Spiel hier, wo man einfach loslegen kann. Also jetzt die Yoshi-Spiele oder sowas, diese Mario-Spiele sind auch nicht, die haben aber wieder eine Lernkurve. Aber was soll das sein? Das ist ja noch nicht mal Igel-System. Igel-System wäre, wenn der Bauer hier stände und B6. Dann käme Läufer B7. Läufer G7, Springer E7, Springer D7, Rochade, H6, A6 und dann kann man mal sehen, was man macht. Das wäre Igel-System und auch hier Läufer B4, das ist doch hier Schrott. Erst spielt er G6 und dann spielt er Läufer B4. Ich glaube, der weiß gar nicht, was der spielt. Das ist einfach nur irgendwas. Ich ziehe irgendwas. Ich biete nochmal Remis. Vor allem im Zusammenhang mit diesem Bauern auf G6. Der Läufer gehört nach G7. Und nicht dann doch Läufer B4. Dann lässt man den Zug gleich am besten weg. Dann spielt man kein G6, sondern zieht gleich hier irgendwie andere Züge. Springer F6, Läufer raus, whatever. Aber G6, Läufer B4, das ist keine gute Kombination. Läuferschach. Ha. Wie schätzt er sich denn ein? 0,37. Springer C6. Dame E2 Schach. Er gibt jetzt aber sehr viele Schachgebote hier. Das ergibt doch keinen großen Sinn. Wieder wie antesten, was der Gegner so macht. Springer E7. Wahrscheinlich gerechnet hat er mit Dame E7. Ich frage mich allerdings, was diese ganzen Züge sollen. Ich nehme mal zurück. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht so hirntot ist. Genau. Und dann Läufer F6 schlägt. Deswegen hat er wohl auch nicht damit gerechnet. Zack, ist der Bauer weg. Ha. Aber die ganze Spielweise von Schwarz ergibt auch wenig Sinn. Das könnte er möglicherweise, das könnte er zum Beispiel rochieren, aber ja. Der König, der Turm darf ja ziehen, wenn er angegriffen ist.
Wenn das Feld angegriffen wäre, dann dürfte die Rochade nicht ausgeführt werden. Deswegen wäre die Rochade möglicherweise doch ein bisschen besser gewesen. Das Problem ist bei der schwarzen Spielweise, das ist einfach nur, ich guck mal so ein, zwei Halbzüge und mach dann zu. Da ist kein Plan dahinter oder sowas. Das ist einfach nur, sinnloses Gespiele. Läufer B7, der hat doch gar keine Diagonale. Und da ist so ein bisschen das Problem. Und dann wundern sich die Leute noch, dass sie Schrott spielen. Ich finde, wenn man Schach spielt, dann sollte man schon so ein, zwei Schachbücher sich zu Gemüte führen. Vielleicht so ein Mittelspielbuch vom Schach. Ein Eröffnungsbuch vom Schach wäre auch gar nicht mal so verkehrt. Geht das schon bei verschiedenen Siegen? Den muss ja der Läufer nehmen, das ist der Einzige, der da nehmen kann. What? An dieser Stelle drehte er völlig durch. Er bekommt ja eine Menge Holz für die Dame. Was haben wir denn jetzt? Wir haben Turm für Turm und drei Figuren für Dame. Es kommt natürlich jetzt auch auf die Aktivität der Figuren an. Das heißt, wenn eine Dame meinetwegen denkbar schlecht steht, zwei Läufer stehen richtig, richtig gut, dann können auch zwei Figuren sowas schon ausgleichen. Schätze ich denn ein? 1,58. Das er wird wahrscheinlich nur sehen, ich habe die Dame, schätze ich schon total als gewonnen, einstellungsmäßig. Das ist jetzt total gewonnen für ihn. Er hat die Dame, nur das zählt. Das ist auch so ein bisschen das Problem bei solchen Leuten. Wenn die Dame angreifen beispielsweise, dann meinen die Dame muss ziehen. Oder es wird so viel Material quasi verloren in der Folge. Meine Güte. In der Folge. Wir haben zwei Figuren jetzt dagegen spielen. Wieso zieht er nicht einfach die Damen weg? Den Läufer. Läufer C5 oder so. Verstehe ich nicht. Ich kann das nicht verstehen. Gast Gedönskirchenkram schreibt, you play well, thank you for the game. Genau das schreiben die dann. You play well, thank you for the game. Ja, Mephisto hat ja gezogen, er ist jetzt dran. Jetzt müsste allmählich aber auch mal seinen König bewegen, nach F1, E1, damit der Springer nicht hier auf die Turmfestung dann noch verloren geht. Aufgegeben. Sehr schön. Da wird man auch gelobt hier von den Gegnern. Mal gucken, was ist denn hier? Aber das gucke ich später. Die Gegner loben mich noch.
You play well. Thank you for the game. Man muss dazu allerdings wissen, dass wenn die schreiben, du blödes Schwein, du lässt doch einen Computer spielen, wie unfair, dann steht da auch, you play well, thank you for the game. Man kann als Gast nicht frei schreiben, was man will. Das hat ihm so viel Spaß gemacht, die Partie, dass er danach geschrieben hat, you play well, thank you for the game. Genau das. Da natürlich nicht, die werden nicht alle exakt den gleichen Wortlaut eintippen. Man schreibt ja auch nicht ständig bei sowas hier, das wäre, als würde jeder schreiben, der sowas schreibt hier. Es war eine schöne Partie. Danke mit Ihnen gespielt. Danke für die schöne Partie, Martin. Danke für die schöne Partie. Also würde jeder schreiben, danke für die schöne Partie. Und nicht hier, vielen Dank für die schöne Partie oder sowas. Deswegen weiß der geneigte Lippo natürlich, dass der epische Schachfreund das nicht so ernst meinte. You play well, thank you for the game. Startet 10 Minuten Partie. Mal gucken, was hier so abgeht. Lädt Gegner ein. Wieder eine Lusche. Was? D3. Fantastico. D5. E3. Jetzt kommt wahrscheinlich das Igel-System, was hier aus der Schublade gekramt wird. Nein, doch nicht. F3, es wird immer besser. Der geneigte Schachfreund hat mal in einem Buch gelesen aus der Irrenanstalt. Ziehen Sie jeden Bauern ein vor. F3 total überflüssig. Läufer B4 Schach, warum auch immer der Computer jemand, der müsste einen Schach geben. Schach gesehen, Schach gegeben. Jetzt meint der geneigte Schachfreund, das ist bestimmt Theorie. Hier spielt mal Läufer B4 Schach. Läufer E7. Ja, es sind so Züge, die machen die merkwürdigerweise, auch wie A5. Wenn also eine Position auf dem Brett ist, schickt die mir dauernd Fotos. Ich bin ja epische Wettkämpfer am Spielen. Also hat's ja, ich habe ja gefragt, ob die ein Bild schickt. Ja, ja. Das wird auch die letzte Partie für heute werden. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Allein die Züge lassen mich schon erahnen, dass möglicherweise die Chance besteht, dass Mephisto siegreich aus dieser Partie hervorgehen könnte. Kann ja sein. Da ist auch ein Trick. Der packt jetzt die Kombination aus der Ecke raus hier. Da staunt der Mephisto nur noch. Da schreibt er automatisch Resign. Das heißt, der fragt gar nicht mal Resign oder so. Der resettet sich schon automatisch. Steht Resign, Resign, zack, resettet. So. König F2, einzige, was geht. Wie schätzt er sich denn ein? Das muss ich jetzt wissen. 0,67. Aha. 1 ist ungefähr ein Bauer. Da muss der Schachfreund episch überlegen, statt einfach sofort König F2 aus dem Ärmel zu schütteln. Nein, er rochiert. Ups, der Lippo kann den Zug nicht ausführen. Das ist zu schwierig. Läufer G3. Der erste Bauer geht schon verloren. Zack, er wird wahrscheinlich zurücknehmen, weil so blöd kann er nicht sein. So blöd kann keiner sein. Hat auch Klaus Kinski während seiner Schachpartie immer gesagt, wenn der Gegner was eingestellt hat. So blöd kann keiner sein. Deswegen wurde er wahrscheinlich auch bei sämtlichen Turnieren aus dem Turniersaal verwiesen, weil die Gegner sagten, so blöd kann keiner sein. Springer F6, jetzt könnte man doch allmählich mal auf Matt spielen. Jetzt steht ich auch schon Matt, ihn hast du nicht gesehen. Nein, 1,46. Jetzt E5 schlägt, Springer G4, ach, das geht ja leider nicht. Dann kommt ja einfach Läufer schlägt, ach verdammt. Ich will die epische Matt sehen. E5 schlägt, Springer E5 schlägt und dann droht schon Springer G4. Dann droht er dem schon das Licht auszudrehen. Schachfreund
wieder aus deutschen Landen. 3411496 überlegt. Ich bin 3414. Deswegen muss ich auch gewinnen, weil 3414 ist mehr als 3411. Läuft F3. F6, G4. Das wird der geneigte Schach von wohl sehen, dass es einzügig matt droht. Bruder Donnie, kann ja sein. Überlegt, was könnte ich machen, was könnte ich machen? E4, zack, ist er matt. Genau, er nimmt. C8, G4. Dame E1 winselt schon um den Damentausch. Ach, den der Computer auch noch annimmt hier. Verdammt. Ich bin da nur der Ausführer der Züge. Mit Denken hat da nichts zu tun, was ich hier mache. Rochade groß. Castle Queenside. Ha? Jetzt hier macht zum Bauern mehr. Das wird auch erstmal die letzte Partie sein. Ich bin wirklich mal gespannt, wann er die 2000 überschreiten wird. Wann wird der Computer diesen Sonnenschein erleben, über 2000 zu bekommen hier? Vermutlich rechnet er, ein Spezialprozessor im Inneren rechnet schon fleißig mit, welche Zahl habe ich denn bald? Ich vermute mal, der transformiert dann. Das ist dann, wenn er die 2000 überschritten hat im internen Zähler, dann brutzelt das hier, dann schmottert das zusammen, dann geht er wieder auseinander, dann siehst du, aha, Porteros 68.030 ist daraus geworden. Lipo spielt so gut oder so scheiße, das wird belohnt mit einer Special-Transformation D4. H7, H5. Das sind doch so Kommentare, die ich lesen möchte. You play well, thank you for the game. Da fühlt der Lippo sich gelobt. Mit geheimen Tricks und Eingabefunktionen kann man das dann hier übermitteln. Dann ändert er die Farbe, ist das ein goldenes Modul. So gelobt fühlt er sich dann. Deswegen sind die auch so selten. Mephisto Gold, die transformieren so selten. Da wird ein spezieller Impuls hier übermittelt. Dann wird das ein goldenes Modul. Wie der jetzt momentan so spielt, ist das eigentlich kein goldenes Modul wert. Was die Leute natürlich nicht wissen, ist, dass es durchaus besser ist für den Computer, wenn das Spiel geöffnet wird. Springer B3, C5. Ach, ich bin ja schwarz. Das sieht jetzt aber gar nicht so gut aus. So langfristige Pläne seit dem Bauerngewinn. F6 ist da jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Springer C5, das sieht schon ganz schön scheiße aus, würde ich mal sagen. Der Springer muss da entfernt werden. Wenn jetzt der Turm verdoppelt wird, dann droht er schon matt. Na gut, nicht, es zieht der Springer dazwischen. Lippo kriegt schon erste Panikattacken. Muss schon die Baldrian-Tropfen einwerfen. Was geht? Du. Ich würde geneigte Schachfront jetzt ziehen, vielleicht Turm A7. Auf Springer D7 würde dann ein painvolles Matt führen passieren. C6 wäre jetzt, glaube ich, mal angesagt, weil dann geht ja Springer D7, den König C7, C6. Dem König einfach mal ein bisschen Luft verschaffen. Ich hoffe mal, dass der Gegner hier gleich einen spitzen Zug macht wie Turm D1 oder so und dann sofort aufgibt. Kann nicht sein, dass mein Computer nicht besser steht. Zumindest nicht das, was ich als besser erachte. Turm mehr, Bauer mehr. Turm A8, G7, G5, der Computer spielt die cool weiter auf seine Bauern. Das macht mir alles nichts. Momentan droht da noch nichts, während Lipo schon hier am Zittern ist. Gleich falle ich vom Stuhl runter hier oder vom Sessel oder was auch immer. Was ist das denn hier? Eckig? Kann ich sagen.
Also fantastisch sieht das nicht aus für den Computer. Da muss mal langsam was kommen. Entweder ein epischer Fehler des Gegners, was mich auch freuen würde, oder eine epische Kombination des Computers, dass der Gegner hier, der geneigte Schachfreund, fast vom Stuhl runterfällt. Stattdessen macht Mephisto den Laden noch mehr zu. Der Turm E7, obwohl wohin dann? Das mag dem Lippo nicht so zu gefallen, oder König C7. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber der geneigte Schachfreund aus deutschen Landen ist ja dran. Läufer E3 vielleicht. Da hat er auch gerade seinen Schachcomputer rausgezwirbelt. Den Mephisto Lyon 32-Bit zum Beispiel. Ding, dang, dung. Nur noch 5 Minuten für den geneigten Schachfreund aus deutschen Landen. Aha, vielleicht hat seine Mama gerufen. Er muss jetzt schnell nach unten laufen. Im Schweinsgalopp die Treppe runter, fällt beinahe die Treppe runter. Dann sagt sie ihm, was möchtest du gleich für Schnittchen mit zur Schule mitnehmen? Er sich voll am Ärgern. Ist mir egal, rennt wieder hoch. Der packt sie ihm frische Blutwurst auf das Brötchen drauf zum Mitnehmen. Ganz vergessen, dass er eine Blutwurstallergie hat. Er hat ja gesagt, ist ihm egal. Die Zeit verrinnt und verrinnt. Vielleicht packt er jetzt gerade sein Fritz-Schachprogramm raus. Der Rechner braucht aber lange zum Hochfahren. Er hat 486er von seinem Papa geschenkt bekommen. Mit Windows 10 dauert das 26 Minuten, bis er hochgefahren ist. Das wird nicht mehr reichen. Ja, da blinkt auch schon hier das Gerät hier. Vielleicht kann man ja reklamieren hier. Dann kann ich... Nein, doch nicht. Ich dachte schon, ich könnte einen windigen Gewinn für den Schachcomputer rausschlagen. Der hat sich schon gefreut. Lippo, reklamier mal. Ich will gewinnen. Turm Asi. D8D6. Wäre Springer D7 machbar gewesen? Turmschach, König C7. Könnt ihr mir vorstellen, der König soll nach... Na, vermutlich auch nicht. König D8. Ja, der geneigte Schachfreund hier, nur noch 3 Minuten 29. Im Hintergrund hört man meine spannende Waschmaschine. Sie gibt alles. Ich wasche gerade meine Kuscheldecke. Mit Weichspüler zum Waschmittel dazu. Bei 40 Grad? Was würde passieren, wenn man die auf Kochwäsche waschen würde? 2,5 Stunden auch auf Kochwäsche durchgeknetet, vielleicht jetzt Springer D7. Bevor der Turm wieder zurück... Genau. Zurückmarschiert. Ich glaube nicht, dass der zu gut war. Weil das gibt dem Computer jetzt die Möglichkeit, diesen lästigen Springer loszuwerden. Wenn der erstmal weg ist, dann geht die Partie so richtig los. Dann muss der Läufer erstmal ziehen, dann kommt Turm A7 und dann sieht das nicht mal so gut aus für den geneigten Schachfreund aus deutschen Landen. Der vermutlich mal Eisbau und Sauerkraut gerade isst beim Schachspielen und dann ein Weizenbier dabei trinkt und sich ein Video anguckt, die besten Schachpartien deutscher Schachspieler. Oh ne, jetzt halte ich nicht eine negative Bewertung an. 1,61, ich bin erleichtert. Ach ja, im Geist habe ich den Turm schon hier stehen gehabt. Ich bin jetzt schon im Fieberwahn. Ich dachte, jetzt kommt Turmschach und der Turm ist weg. Nein, Lippo, beruhige dich. Lippo schon am Zittern. Was ist hier los, was ist hier los? König B7. Kann man sich aber auf den Schachcomputer gut verlassen. Er wird den Spitzenspieler aus deutschen Landen jetzt hier zersägen. Hoffe ich mal. Sieht aber immer noch sehr remislich aus, muss ich ehrlich sagen. Läufer D4.
Turm A8 hätte mal die Linie besetzen sollen, statt so windige Läuferzüge zu machen. Ob der Läufer auf D4 steht oder auf E3 steht, ist auch vollkommen egal. Wichtig ist, dass Schwarz jetzt die Linie hat. Das ist jetzt ein Meilenstein in dieser Ding-Dang-Dung. Nur noch 2 Minuten für den Gegner. 10 Minuten noch für die Wäsche. Sie merken schon, der Lippo hier, da packt dir die Soundeffekte aus. Da kann man immer wieder nur staunen. Turm A2. Jetzt kann der König schon nicht mehr ziehen. Der Turm kann auch nicht ziehen, weil sonst Läufer matt ist. Also kann er jetzt anfangen, seinen Turm hier geschmeidig hin und her zu ziehen. Jetzt braucht nur noch in Anführungszeichen hier einen Doppelturm auftauchen auf dieser Linie, dann droht ihr schon tödlich matt. Der König im Mattnetz verstrickt, der Gegner sieht auch schon Gespenster. Vielleicht sieht er jetzt den Turm weg, dann kann ich endlich hier für heute aufhören mit der Aufnahme. Freudigerweise gewonnen zu haben. Hä? Was ist das hier für ein Müll? Warum? Den tauscht aber nicht, Turm F7. Keine Lust. Vielleicht Turm F8, Turm A8, dann Turm AB2, Turm A8, A2. Dann droht doch schon das Matt. Dann ist das ist schon gar nicht mehr zu decken. Da ist ein Stein gemeißelt, da kann sich nicht mal rühren. Da kann auch nichts geöffnet werden, irgendwie C4, B5 schlägt C4. Ja gut, da könnte natürlich den Läufer ziehen und dann König D4. Oh, der geneigte Schachfreund spielt schon eine Bullet-Schachpartie. 1 Minute noch für den Rest der Partie. Er zieht Turm E1. Der Turm D8. Turm G2. Da wird schon in dem ersten Bauern das Licht ausgeblasen. Turm G3 schlägt rot. Ja. 46 Sekunden noch, er ärgert sich. Wie konnte das passieren? Hab ich das denn nicht gesehen? Einfach den Bauern verloren. Läufer E5. Ruckteg, Geschrie, Wisscheck. Nein, doch nicht. D4 Schach, das ist unglaublich hier. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Der Lippo schnallt hier gar nichts mehr, was hier abgeht. Keine Ahnung, was hier passiert. Was ist hier los? Warum macht er den jetzt? C schlägt D4. Turm G3 schlägt Schach. Ich schnalle hier gar nichts mehr. Was ist die Ansage? Matt oder so? 1,95. Kapiere ich nicht. Was sollte das jetzt sein? F3, A3. Will vermutlich verhindern, dass er jetzt mit dem Turm auf die A-Linie kommt. Das Gegenspiel minimieren. Selbst wenn er nach G3 ziehen würde, hätte dieser Läufer ja gar keine Abzüge. Ah, 8 Sekunden, 7, 6, 5, 4. Ah, jetzt machen wir einen Zug. Zwei, eins, null, zieh! Gewonnen auf Zeit. So gehört sich das. So, das war die letzte Partie für heute. Sehr schöne Partie. Dabei muss ich ehrlich sagen, bei dieser Partie wusste ich nicht, wie das ausgehen würde. Vermutlich wäre die besser gewesen für Weiß. Das hatte ich befürchtet. Möglichst schnell mit dem Turm nachrücken und dem Computer den Garaus machen. Das sah auch schon sehr remieslich aus. Aber da hat er wohl den Faden verloren. Wahrscheinlich musste der Schachgroßmeister denn assistiert hat,
Nach Hause hat er vergessen, seine Meerschweinchen zu futtern. Da muss er alleine weiterspielen. Weinend, das kann nicht sein. Ich stehe doch so gut. Schachgroßmeister wahrscheinlich, als er gegangen ist, gesagt, das gewinnt sich jetzt von alleine. Da muss man, das kannst auch du. Jetzt hat er noch verloren. Jetzt muss er dem Schachgroßmeister gestehen am Telefon. Ich habe noch verloren. Der Wut entbrannt. Da hört er im Hintergrund hört er eine Tür knallen. Der war wahrscheinlich gerade zu Hause angekommen. Streichelt gerade seine Meerschweinchen zur Beruhigung. So, ich bedanke mich mal und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was der nächste epische Wettkampf bringt. Vielleicht hat er wirklich irgendwann mal die 2000 geknackt. Vielleicht bekommt man was. Ein Gratis-Account. Zur Belohnung. Nochmal 2000. Lipo, du hast jetzt einfach über 2000 erreicht. Dein Upwatch kommt. Dann wird der Lipo mit dem Schlachtkumpel auch gegen diese Gegner spielen. Mal gucken, was er geht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.